in gemeinsamer Behandlung die Tagesordnungspunkte 27.1, 27.2. Und da bitte ich zunächst die Einreicher und die entsprechenden Anträge vorzustellen. Das ist für den ersten Antrag die CDU-Fraktion, für den zweiten Antrag die AfD-Fraktion. Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, das Coronavirus hält die Welt in Atem. Die wirtschaftlichen Folgen für die Gesellschaft, aber auch für viele Einzelne, sind zwar schon sichtbar, aber insgesamt für die Zukunft nicht verlässlich vorhersehbar. Was das zum Beispiel für den städtischen Haushalt bedeuten wird, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Auf alle Fälle werden wir, und das ist ja schon sichtbar geworden, deutliche Ausfälle in der Gewerbesteuer und in der Einkommensteuer zu verarbeiten haben. Ebenso bei den Drittmitteln wird es mit Sicherheit Einschnitte geben, auch wenn die Verhandlungen zum FAG noch nicht abgeschlossen sind. Sowohl der Bund, das Land, ebenso unsere Stadt, denken Sie nur an die Hilfen für die Klein- und Solo-Selbstständigen, haben versucht, so schnell und so viel wie möglich finanziell abzufedern und gewaltige Summen bereitgestellt. Oder stellen Sie heute noch in Aussicht. So liegt es denn auf der Hand, dass auch wir ehrenamtlich Tätigen einen Beitrag zur Entlastung der kommunalen Finanzen leisten sollten. Deshalb dieser Antrag, der im Kern die Anpassung unserer Pauschalen um die jährliche Teuerungsrate für 2 Jahre aussetzt. Der fast zeitgleich von der AfD in den Geschäftsgang gebrachte Antrag zum gleichen Thema war anfangs so handwerklich schlecht gestrickt, dass er zum einen hätte nie beschlossen bzw. umgesetzt werden können, und deshalb kam es für uns ein Verzicht unseres Antrages nicht in Frage. Erst nach Nachfrage eines Kollegen der AfD wurde der Antrag dann handwerklich so gestaltet, dass er jetzt umzusetzen wäre, aber unser war jetzt zuerst im Geschäftsgang. Den Ergänzungsantrag der FDP müssen wir ebenfalls ablehnen, da er inhaltlich zu den angelaufenen Gesprächen über die Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Rates passt, aber nicht zu unserem Antrag. In ähnlicher Stoßrichtung läuft der Antrag der Freien Wähler, die unseren Antrag mal gleich komplett ersetzen wollen und damit jetzt erstmal gar keine Einsparung ermöglichen würden. Auch dieser Inhalt des Antrages gehört in die Gespräche zur Hauptsatzung und Geschäftsordnung. Sowohl der Finanzausschuss mit 9-2-3 als auch der Ausschuss für allgemeine Verwaltung mit 13-0-3 haben mit deutlicher Mehrheit für unseren Antrag votiert. Ich bitte deshalb um Zustimmung zu unserem Antrag. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt Herr Gielke zur Einbringung des zweiten Antrages. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, der jetzt zu behandelnde Antrag behandelt das Abschwächen der Corona-Krise, die, wie wir alle wissen, Unternehmer in die Insolvenz getrieben und viel zu viele Arbeitsplätze gekostet hat. Die Kommunalpolitik will für sich immer die Bürgernähe in Anspruch nehmen. Dazu gehört es auch, Maß zu halten, wenn andere finanziell leiden. Dieser Antrag hat nicht zum Ziel, dass Stadträte etwas abgeben sollen. Sie sollen nur verzichten. Das mag verbal ein kleiner Unterschied sein, aber inhaltlich ein riesengroßer. Vorab, da wir diesen Antrag nicht zur letzten Sitzung vor der Sommerpause behandelt haben, würde der Stadt ein Verlust von über 30.000 Euro entstehen. Daher ändere ich diesen Antrag inhaltlich, sodass das Datum der Laufzeit nicht mehr der 31.12.2021 ist, sondern jetzt neu der 31.12.2022. Also die Laufzeit ein Jahr länger geht. Zu den Zahlen. Seit kurzem erhalten alle Stadträte eine monatliche Grundvergütung von 524,35 €. Und durch unseren Antrag soll diese Summe auf 350 € abgesenkt werden. Dadurch ergibt sich eine monatliche Ersparnis für die Landeshauptstadt Dresden von 174,35 € je Stadtrat. Also bei allen eine Gesamtsumme von monatlich 12.204,50 €. Und wenn wir jetzt noch die Laufzeit unseres Antrags betrachten, dieser gilt ja jetzt neu, bis zum 31.12.2022, ergibt sich eine Gesamtsumme von 295.357.
Und das ist nur ein kleiner Beitrag, den die Stadträte leisten können, durch Verzichten. Es bleibt den Stadträten die Ausschussmitgliedschaft von 78,66 Euro. Es bleibt den Stadträten die Beiratsmitgliedschaften von 52,44 Euro. Und letztlich bleiben die Sitzungsgelder, die bei bis zu 3 Stunden mit 62,92 Euro zu Buche schlagen. Bei Selbstständigen, und der Dresdner Stadtrat hat recht viele Selbstständige, ist die Summe der Sitzungsgelder doppelt so hoch, also 125,84 Euro. Nochmal, die Stadträte sollen bei diesem Antrag nur auf 174,35 Euro je Grundvergütung verzichten, mehr nicht. Es gibt neben unserem Antrag noch einen CDU-Antrag, der auch Corona-bedingt der Stadt Geld sparen soll. Der sieht vor, eine jährliche Anpassung der Entschädigungshöhe bis zum 31.12.2022 auszusetzen. Da schauen wir mal auf die Zahlen. Dort wird der neue aktuelle Betrag von 524,35 Euro nicht ausgezahlt, sondern der alte Betrag von 516,10 Euro soll nur ausgezahlt werden. Wir reden hier von einer Ersparnis pro Stadtrat von 8,25 Euro. Das macht eine monatliche Gesamtsumme von 577,50 Euro, hochgerechnet auf alle Stadträte im Monat. Bezogen auf die Laufzeit kommen dann 15.015 Euro zusammen. Das ist insgesamt mehr als die Hälfte weniger, als wie der Verlust gewesen wäre, wenn wir unseren Antrag nicht vom Datum verändert hätten. Ich möchte Ihnen nach diesen vielen Zahlen diesmal in einem Beispiel verdeutlichen. Der AfD-Antrag ist ein Leibbrot. Wenn Sie diesen Leibbrot jetzt schneiden in Scheiben, dann entstehen Krümel. Wenn Sie diese Krümel zusammenpacken, das ist der CDU-Antrag. Bedenkt man, dass die CDU die Landesregierung stellt, ist es eine Schande, liebe Dresdner, dass Sie der Dresdner CDU nur eine Handvoll Krümel wert sind. Zu den Anträgen der Freien Wähler und der FDP möchte ich sagen, dass der Gedanke gut ist, an dieser Stelle allerdings an der Sache vorbeigeht. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Ein Verzicht ohne zu verzichten, denn Ihre Anträge würde Sie nichts kosten, ist Heuchelei, an der wir uns nicht beteiligen werden. An dieser Stelle möchte ich der Presse danken. Da dieser Antrag bereits öffentlich bekannt ist und es gab einen schönen Diskurs mit der Bürgerschaft. Ich wurde in diesem Zusammenhang häufiger angesprochen und habe einige Fragen, die mir gestellt wurden, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Hat dies gesparte Geld einen Hilfseffekt für die Stadt? Ja, natürlich. Wir reden hier von fast 300.000 Euro, wenn das keine Hilfe ist. Warum spenden Sie nicht einfach das Geld? Eine Summe von fast 300.000 Euro, die nur von 70 Leuten zusammenkommen soll, es geht an Lebenswirklichkeit vorbei. Warum haben die Linken oder die SPD diesen Antrag nicht gestellt? Nun, das kann ich nicht beantworten. Ich habe an die Kollegen verwiesen. Vielleicht sind sie ja bereit, hier mal diese Frage zu beantworten. Da es bei diesem Antrag nicht um Parteipolitisches geht, vielmehr geht es darum, Dresden in der Krise zu helfen, möchte ich den Kollegen von der Linken und der SPD eine Brücke bauen. Damit der Skandal von Forst in Brandenburg sich nicht wiederholt, wenn sie nicht zustimmen dürfen, gibt es die Möglichkeit, sich zu enthalten. Darüber hinaus haben wir vorhin gerade diskutiert, die Stadt braucht Geld, geben wir sie ihr, jetzt. Das letzte Wort gebührt den Dresdnern. An diesem Antrag können Sie sehen, wie viel Sie Dresdner den Stadträten wert sind. Schauen Sie auf die Abstimmungsverhältnisse und machen sich Ihren eigenen Reim drauf. Vielen Dank. So, dann habe ich zwei Anträge vorliegen. Einer, der ist doppelt in beiden gleichgestellt, Ersetzungsantrag Freie Wähler und dann Ergänzungsantrag FDP. Herr Gatschmar. Verehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Peter, ja, wir wollen euren Antrag ersetzen. Wir glauben, dass mit unserem Auftrag an den Bürgermeister unverzüglich, wie es im Antrag steht, einen Vorschlag zu erarbeiten, die Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen zu verringern, ein deutlicheres Zeichen setzen würde und mehr Potenzial für Einsparungen haben würde. Wir machen dort einen Vorschlag, der dauerhaft ist. Ihr habt einen Vorschlag, der für 2 Jahre geht. Wir haben das mal überschlagen. Wir glauben, dass es in den 2 Jahren Laufzeit schon bei uns 500.000 Einsparungen im Haushalt bringen würde.
Das ist ein Zeichen, was alle 70 Stadträte betreffen würde. Wenn es aber, wie es sich andeutet, keine Mehrheit findet, was wir am Ende nicht nachvollziehen könnten, weil das wirklich die Arbeitsfähigkeit in den Ausschüssen unserer Meinung erhöhen würde, weil man sieht auch, die beiden Anträge sind vom Anfang Juli diesen Jahres. Wir haben mindestens 4 Stadtratssitzungen gehabt, wo dieser Antrag immer wieder hinten runtergefallen ist. Wir sehen, wie langsam wir arbeiten. Das liegt auch an der aufgequillten Anzahl an Ausschussmitgliedern, an der Arbeit in den Ausschüssen, dass vieles dadurch länger dauert. Also ist es nicht nur eine Einsparung in monetärer Art und Weise, sondern auch eine Effektivität der Arbeit oder setzt ein Beispiel oder kann Möglichkeiten schaffen, effektiver in den Ausschüssen zu arbeiten. Ich will bloß sagen, wenn unser Ersetzungsantrag keine Mehrheit hier finden sollte, was wir bedauern würden, dann würden wir dem Antrag der Union zustimmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, die FDP hat signalisiert, in der Fraktionsrunde den Antrag mit einzubringen. Soweit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich werde weder hier Erbsen zählen noch Brotkrümelchen vom Rednerpult verteilen, sondern mal darauf eingehen, worum es eigentlich in der Sache geht. Natürlich ist es so, dass viele Dresdnerinnen und Dresdner unter dieser Krise mächtig leiden. Sie leiden dadurch, dass ihr Einkommen niedriger ist. Manche Leute sind nach wie vor von Berufsverbot faktisch betroffen. Dieser Stadtrat hat sehr schnell, darauf hat der Krüger hingewiesen, sehr unbürokratisch das getan, was wir tun konnten, nämlich zu helfen. Und jetzt kommt es darauf an, auch eine praktische Solidarität von uns selbst abzuverlangen. Die ist symbolisch, natürlich, im Wesentlichen. Sie dient aber dazu, in einer Gesellschaft, die in einer solchen Krise nur zusammenhalten muss, dass wir zu gemeinsamen Ergebnissen kommen. Und deshalb ist der Versuch mit, wer ist denn eigentlich der Bessere hier im Stadtrat, den hier die AfD unternommen hat, eigentlich genau das, was die AfD immer macht, nämlich zu spalten. Wir als Grüne haben uns entschlossen, dem Antrag der CDU, wir haben ihn aber modifiziert, darauf hat Herr Krüger nicht hingewiesen, mit den Vorstellungen, die wir selbst entwickelt haben, insoweit zuzustimmen. Und ich finde, es ist im Wesentlichen ein notwendiges Signal der Solidarität in die Stadtgesellschaft, weil ich auch, und darauf weise ich auch nochmal darauf hin, zu einem Zeitpunkt, als dieser Antrag gestellt wurde, wir alle auch davon ausgegangen sind, dass auch viele im Bereich des öffentlichen Lebens, auch des öffentlichen Dienstes, in diesem Jahr möglicherweise mit geringeren Einkommenszuwächsen auskommen müssen. Und deshalb ist das Signal des Einfrierens unserer Entschädigungen, die kein Verdienst sind, sondern einfach eine Entschädigung, eine Aufwandsentschädigung sind, auch das richtige Signal. Und deshalb werden wir nicht den Vorstellungen der Rationalisierung von Politik, wie ja von Herrn Genschmer ja gerade vorgetragen wird, unsere Zustimmung geben, sondern am Ende das, was wir in den Ausschüssen erarbeitet haben, hier auch mit einem zustimmenden Votum belegen. Vielen Dank. Als nächstes CDU-Fraktion nochmal das Wort gewünscht. Herr Krüger. Werter Herr Giege, Rechnen scheint nie Ihre Stärke zu sein. Sie sind zwar sehr zentgenau auf die Beträge bei Grundentschädigung eingegangen, Sie sind bei den Entschädigungen darauf eingegangen, was die Grundentschädigung für Ausschuss und Beiratsmitgliedschaft ausgegangen ist, aber Sie sind nicht eingegangen auf die eigentlichen Sitzungsgelder in den Ausschüssen. Denn das ist ja auch recht schwierig, da habe ich mich auch selber mit der Berechnung sehr, sehr schwer getan, denn ich habe letztendlich mir dann die beiden letzten Jahre herangezogen, habe geschaut, wie viele Sitzungen hat es in welchen Ausschüssen gegeben, habe in Mittel gebildet und bin dann zum Ergebnis gekommen, dass es ca. 30.000 Euro sind, die wir der Stadtkasse pro Jahr ersparen.
aber das nur am Rande. Man hätte es sich auch einfach machen können. Man hätte es sich einfach machen können. Man hätte einfach am Anfang, als Sie Ihren, wir haben schon gesagt, einen typischen Gielke-Antrag eingebracht haben, man hätte den einfach laufen lassen sollen, dann wäre der hier krachend gescheitert, weil er wäre nicht mal umsetzbar gewesen. Ja, so viel, wenn man einen kollegialen Rat gibt und sagt, Mensch Junge, blamier dich nicht. Aber wenn man sich natürlich dann so produziert hier am Rednerpult, dann muss es da letztendlich dann auch mal eine entsprechende Antwort drauf geben. Lieber Jens, ich habe dein Signal verstanden, aber ich habe es ja vorhin schon ausgeführt, das ist ein Thema für Hauptsatzung und Geschäftsordnung. Das hat jetzt hier unmittelbar mit der Entschädigungssatzung wenig zu tun. Lass uns dort die ins Stocken geratenen Verhandlungen, die Gespräche wieder aufnehmen und dann können wir auch solche Themen, ich bin da offen für Vorschläge, kann man reden. Aber heute hier gehört das in die Entschädigungssatzung nicht rein. Insofern lassen Sie uns das breit zustimmen. Ich gebe nochmal Herrn Schmählich recht. Herr Schmählich hatte, das hatte ich vergessen, sorry. Es gehört auch dann dazu, dass man sich korrigiert. Sie hatten in der Tat als grüne Fraktion dort noch Einwendungen, die wir dann in der Ausschussberatung aufgenommen haben und dann zu einem breiten Konsens gekommen sind. Lassen Sie uns mit breitem Konsens diese kleine Geschichte, wir sparen ca. 25.000 bis 30.000 Euro pro Periode ein. Lassen Sie uns das beschließen und der Haushaltskasse eine kleine Entlastung geben. Vielen Dank. Wird AfD jetzt nochmal das Wort gewünscht in der Fraktionsrunde? Ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter. Fraktion Die Linke. Und da ist keine Wortmeldung. Dann als nächstes SPD-Fraktion. Auch nicht. Dann FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das sind ja mal zwei sehr interessante Anträge heute hier zum Behandeln. Da versuchen zwei Fraktionen mal mit so einer Portion Populismus, sich mal ein bisschen Liebkind zu machen beim Bürger, aber das misslingt natürlich gründlich. Warum misslingt das? Weil das, was unsere Kollegen von der CDU fordern, ja bald weniger als nichts ist. Also ich habe eigentlich erwartet, dass ihr den Antrag zurückzieht, weil er nur noch peinlich ist. Die Inflationsrate aktuell 0,0%. Dem zuzustimmen, fällt uns allen natürlich verdammt leicht, weil wir auf nichts verzichten müssten. Meine Damen und Herren, nichts ist das, das ist gar nichts. Ich stimme weder dem zu noch dem von der AfD zu, und zwar aus einem ganz wichtigen Grund, weil die CDU etwas gemacht hat, was mich dann doch auf die Palme bringt, auch wenn ich auf die Zusammensetzung unseres Hauses hier denke. Denn hier steht drinne: analog zu den Entscheidungen zum Verzicht einer Diätenerhöhung der Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Sächsischen Landtages ist dieser Antrag begründet. Erstens, ich lehne es ab, dass ein ehrenamtliches Parlament mit berufspolitischen Parlamenten gleichgesetzt wird. Wir machen hier eine andere Arbeit und bei uns ist es keine Diät, sondern es ist nur eine Entschädigung. Und zweitens, gucken wir uns doch mal ganz genau an, was jetzt gerade im Landtag passiert oder was im Bundestag nicht passiert ist. Die haben ja wieder nicht diese dringend notwendige, endlich festgeschriebene Verkleinerung hinbekommen, sondern dieser Bundestag wächst ja in utopische Größe und zwar immer weiter. Immer in der Begründung, ich sage in der Begründung, aber die Begründung habe ich gelesen und die ist mir sehr wichtig. Das kann nicht ernst gemeint sein. Und jetzt meine ich die Zusammensetzung dieses Hauses, können ja alle mal den Arm heben, die irgendwie im Sächsischen Landtag arbeiten, als Mitarbeiter bei Abgeordneten im Ministerium oder irgendwo in einem staatlichen, öffentlichen Sektor. Nur Mut. Es müssten eigentlich sehr viele Hände hochgehen. Herr Gielke, Ihre Hand müsste auch hochgehen. So hätten Sie sich mal gleich gemeldet, aber es haben Sie sich nie getraut. Dann hätten Sie so einen Unsinn nicht erzählt. Denn das, was momentan, da höre ich auch den Protest der AfD übrigens nicht, das, was momentan im Landtag passiert, ist die frechste Diätenerhöhung, die es überhaupt je gab. In einem Schlag 4,9% hoch. Die haben dieses Jahr
gesagt, sie machen nichts, aber holen das alles nach. Bisher waren die Diätenerhöhungen im Landtag übrigens immer zum August. Jetzt ist es schon zum 1.4. Dazu nimmt man sich die Schutzbe raus, auch noch das Berechnungsmodell zu verändern. Da ich das ursprünglich erfunden habe, miterfunden habe, weiß ich, wovon ich rede. Denn dieses Jahr, meine Damen und Herren, wäre es das erste Mal dazu gekommen, dass die Diäten im Sächsischen Landtag gesunken werden, weil wir es an die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes mitgebunden haben. Jetzt, wo es das erste Mal auch runtergehen könnte, weil Erfolgskriterien mit dabei sind, da wird das Berechnungsmodell einfach verändert und man macht es jetzt so, dass es in Zukunft nur noch steigen kann, meine Damen und Herren. Das, weil es in der Begründung steht und weil die Landtagsabgeordneten so toll sind, sollen wir es ja auch machen. Meine Damen und Herren, das kann ich Ihnen so nicht durchgehen lassen. Das lassen wir Ihnen auch nicht durchgehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass man da schon mal genau hingucken muss. Parallel dazu, das will ich Ihnen nur informativ mit auf den Weg geben, wurden die Fraktionszuschüsse erhöht wie noch nie, wurden die Zulagen für Mitarbeiter im Sächsischen Landtag erhöht wie noch nie. Man hat genau jetzt, wo die Krise so groß ist, sich nochmal im Vorfeld der Haushaltsverhandlung so viel genehmigt wie noch nie. Das dürfte in die Begründung nie reinschreiben. Wenn das Vorbild für die Aktion jetzt hier sein soll, dann kann man dem nicht zustimmen, meine Damen und Herren. Ich möchte trotzdem ganz klar sagen, und darauf zielt auch unser Änderungsantrag, dass wir uns Einsparungen in diesem Haus und, Herr Gilke, echten Einsparungen überhaupt nicht verwehren, wenn wir wirklich etwas tun wollen für die Bürger und mehr Geld dem Haushalt zur Verfügung stellen sollen, dann müssen wir unsere Strukturen reformieren. Und deswegen haben wir diesen Änderungsantrag gebracht, die Ausschussgrößen auf 12 Mitglieder zu reduzieren. Das bringt eine wirkliche Einsparung. Wir können auch gerne über die Fraktionszuschüsse hier bei uns diskutieren. Ich finde, die sind recht üppig. Ich finde, da kann man tatsächlich ganz gut damit klarkommen. Es müssen auch nicht alle Fraktionen irgendwie 20 Angestellte haben, muss auch nie sein. Man muss auch nie die Freunde aus irgendwelchen Vereinen noch bei sich geringfügig beschäftigen. Muss man nie machen. Man kann sich auch um Stadtratsarbeit kümmern, meine Damen und Herren. Da könnte man was tun. Wir können über Redezeitmodelle reden, weil dieses ewig lange Geschwätz hier und in den Ausschüssen, und zwar immer und immer wieder, kostet ja aufgrund des Modells ganz viel Geld. Da wäre ich sofort bereit, wenn wir dabei sind. Wir können auch weniger Gremien schaffen, Lenkungsgruppen, wie viele? Ist eine Inflation hier. Warum? Ich weiß gar nicht, wie das zusammenhängt. Ich habe eine Ahnung. Aber darüber sollten wir reden. Und da könnten wir richtig Geld einsparen, aber nie, indem wir hier dem CDU-Antrag zustimmen. Das ist der falsche Weg. Deswegen machen wir nicht mit. Ich bitte um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Danke. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde Freie Wähler, das wird gewünscht. Nein. Dann die Frage, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kämen wir in Richtung Abstimmung, hätten zunächst im Punkt 27.1, das ist also der CDU-Antrag, der weitestgehende Änderungsantrag ist ein Ersetzungsantrag von den Freien Wählern. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Das ist die Mehrheit. Wer damit abgelehnt, dann kommen wir zu dem Ergänzungsantrag FDP. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Auch das ist die Mehrheit. Damit wäre das auch abgelehnt. Damit kämen wir dann zur finalen Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung?49 Ja, 6 Nein, 14 Enthaltung, damit so zugestimmt.
Jetzt kommen wir zur Abstimmung im Punkt 27.2. Das ist jetzt der AfD-Antrag. Da liegt mir erneut der Ersetzungsantrag von den Freien Wählern vor. Ich mache es einfach, ziehe zurück. Okay, dann können wir uns ersparen. Sehr vernünftig. Dann kommen wir direkt zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Dieser ist ablehnend. Also wer dem federführenden Ausschussbericht zustimmt, lehnt den Antrag ab. Also Zustimmung. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? ...56 Ja, 13 Nein, eine Enthaltung, damit so beschlossen. Der federführende Ausschussbericht ist angenommen worden und damit der Antrag abgelehnt, so ist richtig. So, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, das ist jetzt 27. Nur eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Wir haben dem Antrag der CDU nicht zugestimmt, weil wir es für Heuchelei halten. Wir haben ihn aber auch nicht abgelehnt, weil wir dem Geld nicht im Weg stehen wollten. Deswegen haben wir uns im CDU-Antrag enthalten. Danke. Geschäftsordnungsantrag, Herr Fischer. Nein, eine persönliche Erklärung noch. Für mich waren die Anträge alle beide jetzt sehr schaufensterhaft. Wir haben mit den Resten der Freien Bürger auch beraten, wie man sparen könnte. Und wir waren auf eine Sache gekommen, die man einbringen hätte können, ohne jede Zahl zu nennen. Ich würde es gerne mit zwei, drei Sätzen kurz erklären. Gelernt habe ich es eigentlich von unserem verschollenen Baubürgermeister Schmidt-Lamontaine. Können Sie sich erinnern, in den Bauausschusssitzungen wurde kurz vor 10 immer noch was aufgerufen und dann haben wir noch ellenlang nach 10 Uhr gesessen. Das hat jeder verkraftet, weil er ja um 9 schon unterschrieben hatte. Können Sie dieses ehrenhafte Verhalten nicht in allen anderen Ausschüssen anwenden und nicht bevor der nächste Sitzungszeitraum beginnt schon mit den Füßen scharren, dass die Unterschriftenliste kommt und so. Wir könnten doch Gentlemen sein und sagen, dann warten wir halt eine Viertelstunde noch. Wir sehen doch manchmal, es ist bald Schluss, dass wir unser Vorschlag hören. Wir setzen fort mit dem Punkt 27.4. Bäume für Dresden überschrieben. Einreicher ist die CDU-Fraktion. Und da darf ich bitten, dass Herr Böhm die Einbringung macht. Und dann haben wir zwei Änderungsanträge. Der eine kommt von Ihnen selbst, den können Sie vielleicht gleich mitmachen. Und dann habe ich einen Änderungsantrag von Herrn Aschenbach. Und wir steigen anschließend in die Fraktionsrunde ein. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bäume für Dresden. Ein Antrag, der schon fast peinlich ist mittlerweile, weil ich glaube, er feiert gerade sein einjähriges Jubiläum. So lange hat es gedauert, bis er jetzt von der Idee und vom Einreichen nun endlich hier steht. Ich hatte ja gehofft, dass vor 3 Sitzungen, glaube ich, wäre es der nächste gewesen und ich hätte da auf die Rede von Kollegen Lichti noch mal eingehen können und sagen können, dass natürlich das Stadtgrün auch Sträucher und Wäldchen betrifft. Er hatte uns ja da sehr schön drüber aufgeklärt, was da besondere Vorteile bringt. Aber jetzt ist es, wie es ist. Heute steht es nun endlich hier auf der Tagesordnung. Förderprogramm zur Schaffung von zusätzlichen Stadtgrün auf privaten Flächen, ein etwas sperriger Titel für ein wichtiges Anliegen. Nicht erst im Zuge der Fortschreibung des Straßenbahnkonzeptes ist bekannt, dass es immer schwieriger wird, neue Standorte für Baumpflanzungen im öffentlichen Innenstadtbereich zu finden. Mehr Bäume und mehr Stadtgrün, also auch Sträucher und Wäldchen, können einer Überwärmung in den Innenstadtquartieren entgegenwirken und binden CO2. Wir möchten daher noch vorhandene Potenziale auf privaten Flächen heben und dies mit einem Förderprogramm unterstützen. Dabei hatten wir uns ein relativ breit zugängliches Förderprogramm vorgestellt. In der Gremienberatung wurde insbesondere von der SPD eingebracht, dass das Förderprogramm
auch explizit an Wohnungsbauunternehmen adressiert werden soll und dass sich dessen Umgriff auf die Sanierungszonen im Fachleitbild Stadtklima beziehen soll. Wir haben diese Änderung gern übernommen. Nun liegt die abschließende Ausschussberatung aufgrund von Finanzierungsproblemen bereits einige Monate zurück. Leider stellte sich die zunächst angedachte Deckungsquelle nicht als belastbar dar und es wurde dieser vom Finanzbürgermeister, obwohl er vorher erst diese zugesichert hatte, widersprochen. Aufgrund der Haushaltssperre ist ein finanziell untersetzter Deckungsschlag aktuell natürlich nicht möglich. Da wir auch keinen Haushaltsvorgriff vornehmen möchten, haben wir unseren Antrag dahingehend geändert, dass wir den Oberbürgermeister beauftragen, und damit bringe ich auch gleich unseren Änderungsantrag ein, einen Vorschlag zur schrittweisen Einführung eines Förderprogramms für Baumpflanzungen privater zur Förderung der Biodiversität, zur Entsiegelung und zur Verbesserung der klimatischen Situation, insbesondere in überwärmten Stadtteilen, vorzulegen. Im Rahmen der Haushaltsverhandlung soll dann über die finanzielle Untersetzung beraten werden. Der Antrag vom Kollegen Aschenbach, der erschließt sich mir jetzt nicht ganz so, weil der erstreicht, dass da für eine finanzielle Unterstützung nicht erfolgen soll. Aber wenn wir natürlich was fördern wollen, müssen wir natürlich auch den Leuten, die auf privaten Grundstücken was für Stadtklima tun, natürlich die auch finanziell ein Stück weit unterstützen. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Danke. Vielen Dank. Damit ist der Änderungsantrag der CDU eingebracht. Und ich darf zunächst Herrn Aschenbach fragen, ob er seinen Änderungsantrag einbringen möchte. Herr Aschenbach ist auf dem Weg nach vorne. Wunderbar. Und dann steigen wir die Fraktionsrunde mit den Grünen ein. Finde ich gut. Ja. Hey, hey, liebe Baumfreunde. Bäume für Dresden, so der überzeugende Titel dieses CDU-Antrags. Unter anderem Unternehmen, mittelständische Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe und private Grundstückseigentümer sollen finanzielle Förderung fürs Bäumepflanzen erhalten. Bäume sind toll, das steht außer Frage. Aber warum sollen ausgerechnet jene, welche mit Grundbesitz und damit Vermögen gesegnet sind, finanzielle Förderung erhalten? Es hat zwar eine lange Tradition in der deutschen Politik, ausgerechnet und ausschließlich finanziell Bessergestellte zu begünstigen, Stichwort Baukindergeld, Abwrackprämie und ALG-II-Kindergeldanrechnung, aber muss man angesichts der ganzen Klimaapokalypse ein weiteres Mal mit Geld nach Besitzenden werfen? Nein, sage ich, und das nicht nur, weil die meisten Bäume sogar so selbstlos sind, ihre Samen gratis zur Verfügung zu stellen. Deshalb schlage ich vor, neben einem durchaus wünschenswerten, offensiven Baumpflanzappell, Baumpflanzende statt mit schnödem Geld, mit wunderschönen, vom Oberbürgermeister handsignierten Urkunden zu danken. Hier ein Entwurf. Was könnte den gemeinen Dresdner mehr beglücken? Danke. Soweit Herr Aschenbach. Ich bitte um Nachsicht für den Gong, mit dem ich Sie geweckt habe. Das war ein Versehen. Wir wollten klären, wie wir die Zeit nehmen. Die Uhr läuft jetzt wieder. Und ich darf jetzt für die Fraktionsrunde zunächst Herrn Dr. Deppe für die Grünen nach vorn bitten. Und dann folgen AfD, Linke, SPD, FDP. Ja, sehr geehrte Frau Zweite Bürgermeisterin, Premiere, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Bäume pflanzen ist gut, Bäume pflanzen ist löblich. Insofern könnte man jetzt einfach dem CDU-Antrag zustimmen. Aber ganz so einfach ist es nun doch nicht. Es ist ja zunächst mal interessant, dass dieser Antrag von der CDU kommt. Einer Partei, die noch vor 10 Jahren im Land zusammen mit der FDP den kommunalen Baumschutz in Sachsen weitgehend abgeschafft hat. Danach sind in dieser Stadt Tausende von Bäumen und durchaus auch wertvolle, schützenswerte Altbäume in verschiedensten Gärten gefallen. Wenn Sie das bezweifeln, dann können Sie gern mal zur Umweltbürgermeisterin gehen und sich erzählen lassen, was für Beschwerden es in diesen vielen, vielen Jahren eben beim Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft entsprechend gegeben hat. Die sind Legion, diese Beschwerden.
Wir Grüne haben jetzt nun Gott sei Dank bei den Koalitionsverhandlungen letztes Jahr im Land dafür gesorgt, dass dieser Mist verschwindet und dass es demnächst wieder einen wirksamen kommunalen Baumschutz geben wird. Wir haben aber auch gehört, dass auch die CDU im Land sich sehr schwer tut, dem nun überhaupt zuzustimmen, obwohl sie das im Koalitionsvertrag eigentlich unterschrieben hat. Also so viel zu der CDU und den Bäumen. Nun ist es aber schön, wenn die Dresdner CDU dort lernfähig geworden ist und jetzt den Baumschutz auch für sich entdeckt hat. Gut, was steht in dem Antrag drin? Jetzt sollen also Unternehmen, Gewerbebetriebe, Wohnungsbaugesellschaften und so weiter gefördert werden, wenn sie Bäume pflanzen. Nun, zunächst mal denke ich, das könnten Sie auch aus eigenem Antrieb tun. Dafür brauchen Sie eigentlich keine öffentliche Förderung. Eventuell könnte man das aber so machen, aber man kann das nur dann so machen, wenn das Pflichtprogramm, was wir als Kommune haben, bei unseren städtischen Grünanlagen, Parks und eben auch bei den Straßenbäumen abgearbeitet ist. Aber dafür haben wir schon große Schwierigkeiten. Damit haben wir große Schwierigkeiten und das haben wir ja in der letzten Sitzung gehabt. Wir können unser Stadtbaumprogramm eben nicht so umsetzen, wie wir das hier selber mal beschlossen haben. In der ersten Version des CDU-Antrags hätte das dann eben sogar bedeutet, dass man eben 250.000 Euro pro Jahr einfach mal so wahrscheinlich dann aus dem Haushalt des GB7 nimmt, die dann eben für den kommunalen Baumschutz überhaupt nicht mehr zur Verfügung gestanden hätten. Das geht nicht und deshalb können wir dem nur energisch widersprechen und das wäre auch so, wenn jetzt die Ursprungsvorlage aus irgendwelchen Gründen zur Abstimmung kommt, also dann würden wir natürlich dagegen stimmen. Nun hat sich das aber etwas geändert, Herr Böhm hat darauf hingewiesen und jetzt soll bei den Haushaltsverhandlungen geguckt werden, wo denn vielleicht Geld dafür vorhanden ist. Da kann ich Ihnen nur sagen, wir werden dafür sorgen, dass nun zunächst einmal der kommunale Baumschutz und das kommunale Bäumepflanzen Vorrang hat. Und dann muss man mal sehen, ob da überhaupt noch etwas übrig bleibt. Nun aber noch ein Wort zum Schluss. Es ist gut, dass wir Bäume pflanzen, um der Klimawandelanpassung gerecht zu werden in dieser Stadt. Und das ist ja etwas, wofür uns wir auch sehr stark einsetzen als Grüne. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, liebe CDU. Die andere Seite der Medaille heißt nämlich Klimaschutz. Und da erwarten die Menschen in dieser Stadt eben auch energische Anstrengungen und sie erwarten sie auch von der CDU-Fraktion. Und wenn Sie sich zum Klimaschutz bekennen, dann können Sie das tun, indem Sie den Ökostromantrag, den wir noch im Stadtratsgang haben, energisch unterstützen und dafür sorgen, dass wir eben mit der Energiewende und mit dem Klimaschutz in dieser Stadt wirklich vorankommen. Schlussendlich bedeutet das, man kann nur beides haben und meine Fraktion wird sich deshalb bei dem Ersetzungsantrag der CDU enthalten und falls aus irgendwelchen Gründen der ursprüngliche Antrag, also in der Ausschussempfehlung zur Abstimmung kommen sollte, werden wir dagegen stimmen. Der Antrag von Herrn Aschenbach ist ganz nett, aber das ist wieder so ein bisschen Spaßantrag, dem werden wir nicht zustimmen. Jetzt ist irgendwie noch von Herrn Schulte-Wissermann, nein, das hat sich erledigt, gut, okay. Also dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit Herr Dr. Deppel für die Grünen. Dann hätte jetzt die AfD das Wort, Herr Wiedemann und danach die Linke. Sehr geehrte Frau zweite Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren. Ursprünglich ging es um den CDU-Antrag, Bäume für Dresden Förderprogramm zur Schaffung von zusätzlichen Stadtgrünen auf privaten Flächen, um ein auf 2 Jahre befristetes 250.000 Euro teures Baumpflanz- und Beratungsprogramm. Dieser Antrag wurde jetzt durch Änderungen deutlich verwässert. Eine Summe taucht jetzt nicht mehr auf. Und alles soll nur geprüft werden. Die Arbeiten, die solche Prüfungen kosten, werden dabei nicht mehr beziffert. Die somit noch unbekannten Subventionen sollen nicht einmal für das Pflanzen von Bäumen genutzt werden, sondern für, Zitat, vor allem für die Beratung hinsichtlich Pflanzenauswahl, Pflege, mittel- und langfristige Auswirkungen, Baumgröße, Abstandsflächen und so weiter.
Diese Beratung, denke ich, könnte man eigentlich auch für Lau beim Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft holen. Das Ganze war auch aus finanzpolitischer Sicht nicht überzeugend, weshalb es im Finanzausschuss auch für den damaligen Antrag keine Mehrheit gab. Und wenn jetzt das Förderprogramm noch offensiv beworben werden soll, bleibt eigentlich kein Geld mehr für die zu pflanzenden Bäume übrig. Die Summen, die im Rahmen der Haushaltsverhandlungen für solche Eulenspiegeleien freizukratzen wären, könnten aus Sicht der AfD-Fraktion besser in die Pflege, den Erhalt und die Aufforstung der Straßenbäume investiert werden. Auch gibt es in Dresden 58 Friedhöfe mit einem Bedarf von 5000 Bäumen. Davon sind 53 konventionelle Friedhöfe, welche man als Private mit Flächen ohne Probleme unterstützen könnte. Wir werden diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Nach dem Redner der AfD erhält die Linke das Wort. Herr Stadtrat Hecht ist auf dem Weg nach vorn und danach wäre die SPD dran. Ja, sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Antrag ist ja jetzt auch schon so lange unterwegs, dass ich gar nicht mehr weiß, was für eine Rede ich eigentlich halten wollte. Es geht aber auf jeden Fall um Bäume, so viel ist sicher. Wurde ja auch schon gesagt, Bäume sind wichtig. Für uns ist wichtig, dass wir hier in einem Kampf uns befinden gegen diese Klimakatastrophe, die uns droht. Ein Kampf gegen jedes Grad Erwärmung, ein Kampf gegen jedes Zehntel Grad Erwärmung, was uns Luft verschaffen würde für politische und vielleicht auch technische Lösungen dieser Katastrophe. Also wir kämpfen buchstäblich um jeden Tropfen oder um jeden Tropfen auf diesen heißen Stein, auf diesen heißer werdenden Stein. Im Großen und Ganzen ist dieser Antrag der CDU aber am Ende unserer Einschätzung nach so ein kleiner Tropfen, dass er sozusagen auf dem Weg vom Himmel auf den heißer werdenden Stein dann doch verdunstet. Wer heute als privater sozusagen Bauherr keine Bäume baut, wäre wirklich blöde. Und die Informationen sozusagen, was wo an Bäumen gepflanzt werden muss, ist sozusagen abrufbar und meines Wissens ist da auch schon Beratung möglich. Außerdem haben wir die Kosten gehört, wie viel kostet so ein Baum, das sind also enorme Kosten. Für die angedachte Summe, die ursprünglich da mal drin war, ist es also nicht möglich, hier irgendwo auch nur ein Zeichen zu setzen, deswegen würden wir den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Soweit Herr Hecht für die Linke. Die SPD hatte signalisiert, dass sie verzichtet. Dann wäre jetzt noch die FDP dran. Herr Blödner ist auf dem Weg nach vorn. Vielen Dank, sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ist ein Antrag, der kam, als noch freie Budgets da waren, jetzt mit Änderungen ein Förderprogramm aufzulegen, ohne Budget zu haben. Irgendwie macht das keinen wirklichen Sinn, da kann man den Antrag eigentlich auch zurückziehen. Umgekehrt, wenn man so ein Förderprogramm haben will, machen will, macht das dann überhaupt Sinn oder sollte man sowas machen? Das grundsätzliche Ziel, mehr Grün zu haben, ist ja durchaus okay. Aber warum wollen wir das städtisch planen und durchführen? Ist durchaus auch meine Aufgabe der Gesellschaft, des Vereins, der Vereine, der Naturschutzverbände, da ins Gespräch zu kommen, individuell, die Inhaber der Flächen, persönliches gesellschaftliches Engagement. Da kann man immer mal was pflanzen oder das Thema ist ja überhaupt in der breiten Öffentlichkeit, sodass ich das nicht nochmal extra städtisch begleiten müsste. So ein Fördergeld oder Förderprogramm hätte dann durchaus eher Mitnahmeeffekte. Holger Zastrow ärgert sich bereits, dass er schon lauter Bäume gepflanzt hat, wenn es dann doch ein Förderprogramm später gibt. Also man muss nicht wirklich alles städtisch planen und verwalten wollen. Es ist ein schönes Thema, aber es muss nicht geplant werden. Und wenn das Thema wichtig ist, ergibt sich das von alleine. Vielleicht zum Herrn Dr. Deppe noch mit der Baumfällung. Na gut, aber wenn ich später, klar, halte ich meine Pflanzen lieber kurz, wenn man später es nicht fällen kann, wenn es doch zu groß wird. Also von daher denkt man dann mehrmals drüber nach. Von daher
sollten wir dann das jeweils überlassen. Also wir haben beschränkte Budgets, die Haushaltsaufstellung haben wir auch gehört, wie schwierig alles ist. Es gibt genug Baustellen und genug Möglichkeiten, der Stadt Geld sinnvoll zu investieren. Und was hier wieder gar nicht bedacht wird, ist das, was ich mit solchen Anträgen und solchen Verwaltungsläufen auch an Personalaufwand in der Verwaltung verursache. Selbst wenn ich da Beratung machen will, die nichts kostet, habe ich trotzdem Personal, was ich damit beschäftige. Wir haben so schon stark steigende Personalkosten in der Verwaltung, da sollten wir doch vielleicht ab und zu mal dort auch mit drüber nachdenken und nicht jeden Antrag, der irgendwie schön klingt, auch mit entsprechend einbringen. Deswegen für uns Ablehnung des Antrags und sowas sollten wir hier nicht machen. Danke. So, weitere Wortmeldung, Herr Lichti, und in Richtung CDU-Fraktion sage ich schon mal, bevor wir uns dann irgendwann wieder streiten, bei Ihrem Änderungsantrag sagen Sie, dass wir bis zum 30.09.2020 was vorlegen sollen. Das schaffen sogar wir nicht. Herr Lichti. Ja, jetzt hat ja dieser Antrag, der viel besprochen wurde, auch viel kritisiert wurde, doch noch mal eine neue Fassung seitens des Einreichers der CDU gefunden, das uns jetzt wenigstens die Enthaltung ermöglicht. Ich will noch mal anknüpfen an das, was Dr. Deppe völlig zu Recht gesagt hat. Also wer heutzutage nicht auf dem eigenen Grundstück aus freiwilligen Stücken, aus ästhetischen Gründen, aus Gründen des Schattens, aus Gründen einfach des Wohlfühlens in seinem eigenen Garten einen Baum pflanzt, da weiß ich dann auch nicht mehr. Also das ist eigentlich, sag ich mal, ein menschlicher Normalfall, die eigenen Bäume auch zu schützen und wertzuschätzen. Ich will mal den Antrag der CDU-Fraktion versuchen, sag ich mal, noch mal etwas umzuformulieren und zu sagen, wahrscheinlich, möglicherweise ist es so gemeint, die Stadt soll Privateigentümer dabei unterstützen, dass sie ihren Wunsch nach Grün, auch möglichst noch nach ökologischem, gebietsheimischem Grün, ausführen können. Das muss ja nicht dadurch sein, dass man jetzt im Haushalt Gelder bereitstellt für Private, weil das ist, glaube ich, auch ein großer Stein des Anstoßes. Ich will einfach mal erzählen, vor ein paar Jahren hatte ich die Gelegenheit, im Erzgebirge ein Projekt der Grünen Liga zu besichtigen. Und zwar haben die dort einen ökologischen Saatgutgarten oder Baumschule gemacht. War wunderbar, war alles gebietsheimisch, war, sag ich mal, alles wunderbare Qualität. Und die haben das dann verkauft, natürlich zum Selbstkostenpreis, weil es ging darum, natürlich gebietsheimische erzgebirgische Pflanzen dort auch, sage ich mal, in die Fläche zu kriegen, auch die Eigentümer und die Eigentümerinnen dafür zu gewinnen. Also, weil auch, ich glaube, Herr Blödner war es, davon gesprochen hatte, das ist die Aufgabe der Naturschutzverbände. Ja, ich denke auch, das ist eigentlich die Aufgabe von Naturschutzverbänden. Also vielleicht können wir dann im Rahmen der Haushaltsgespräche mal drüber nachdenken, ob wir denn nicht eher so ein Projekt fördern wollen, um sozusagen dann Eigentümern dann die Gelegenheit zu geben, wirklich gute gebietsheimische Ware für den eigenen Garten zu nehmen. Weil ich sage Ihnen ganz offen, ich halte das, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich halte es eigentlich tendenziell für eine massive Geldverschwendung, weil ein Baum, der, sage ich mal, in der Baumschule vorgezogen worden ist, durchaus dann seltsamer oder schwieriger Herkunft meistens, der kostet mehrere tausend Euro. Und ja, und dann wächst er nicht an oder dieses oder jenes. Es ist aus meiner Sicht viel, viel, viel günstiger für die Natur als auch für die Stadtkasse, sage ich mal, eine klein angezogene Gewächse, die irgendwie von dem Umweltverband bereitgestellt werden, wo dann die Stadtverwaltung vielleicht eine gewisse Beratungsfunktion oder Vermittlungsfunktion einnimmt. Ich glaube, da können wir dann eigentlich das, was wir alle wollen, nämlich mehr Grün auch im privaten Garten vielleicht besser umsetzen. Also vielleicht als Anregung, ich fand es damals sehr beeindruckend, als ich diesen Garten besichtigen konnte im Erzgebirge, und ich weiß nur, das ist damals sehr gut gelaufen und auch breit von der Bevölkerung angenommen worden. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Böhm? Bitte? Schlusswort. Ich sehe so keine weiteren Wortmeldungen, dann wären Sie jetzt mit dem Schlusswort an der Reihe, und wenn Sie mir noch ein anderes Datum dabei zurufen, wäre das sehr fantastisch. Herr Oberbürgermeister, versuchen wir es mal mit dem 28. Februar. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich so in die Runde schaue, die letzten
Jahre, ich glaube, ich bin jetzt 6 Jahre Stadtrat hier, haben insbesondere die Kollegen von RGR doch das Thema Bäume und das Thema Klima- und Umweltschutz wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Es hat die CDU doch auch mal einen kleinen Antrag gemacht und hat sich gesagt, okay, wir haben nun von der Verwaltung an allen Ecken und Enden gehört, dass es eigentlich gar nicht genug Flächen gibt im öffentlichen Bereich, in dem wir noch Bäume pflanzen können. Selbst beim Thema Straßenbäume haben wir mittlerweile das Problem, dass wir an vielen Stellen überhaupt keine Bäume mehr pflanzen können, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben und Leitungsnetze und dazu führen, dass wir dort überhaupt nichts pflanzen können. Und das ist ja genau der Ansatz unseres Antrages gewesen, zu sagen, es gibt noch in Größenordnung im Innenstadtbereich Flächen von Privaten und da haben wir ja nicht unbedingt den Kleingärtner und vorrangig den Kleingärtner und den Einfamilienhausbesitzer angesprochen, weil davon gibt es so viele gar nicht im Innenstadtbereich, sondern es geht da schon auch um institutionelle Grundstücksbesitzer, es geht um die Wohnungsbaugenossenschaften und, wo wir eigentlich dort die Leute ermuntern wollen, doch in Größenordnung Bäume zu pflanzen. Liebe Kollegen von der AfD, es ist auch kein Prüfauftrag, sondern es geht darum, dass ein Vorschlag von der Verwaltung für ein Förderprogramm erarbeitet werden soll. Natürlich muss das Thema bei den Haushaltsverhandlungen finanziell untersetzt werden. Und es geht auch nicht nur um Beratung, sondern es geht natürlich auch um Förderung für das Anpflanzen der Bäume selber. Und es geht auch nicht nur um Bäume, denn wir haben auch den Hinweis von der Umweltbürgermeisterin aufgenommen, haben auch das Thema Entsiegelung mit reingenommen, weil wir natürlich auch viele Flächen haben im Innenstadtbereich auf privaten Grundstücken, wo doch unnötig viel versiegelt ist und wo man vielleicht was entsiegeln kann und diese Flächen dann mit Sträuchern, wie der Kollege Lichti richtigerweise angeführt hat, aber auch mit Bäumen pflanzen kann. Also geben Sie Ihrem grünen Umweltherz und den Dingen, über die Sie sonst immer so reden, über die großen Maßnahmen, doch auch eine Chance, diesem Antrag, stimmen Sie zu. Ansonsten wäre es eine große Peinlichkeit, also ich sage mal, für alle die, die sonst immer nach mehr Klimaschutz und besserem Stadtklima rufen. Danke. So, damit steigen wir ein in die Abstimmung. Wir haben zunächst, wenn wir von vornherein durchgehen, einen Änderungsantrag von Herrn Aschenbach im Punkt 1. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Das ist die Mehrheit, damit wird das abgelehnt. Dann kommen wir zu einem Änderungsantrag von der CDU für den Punkt 2. Und ich betone nochmal, als Datum würde jetzt hier stehen, statt 30.09.2020, der 28.02.2021. Wer diesem Änderungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Ersteres war die Mehrheit, damit wäre das so aufgenommen. Damit kommen wir in der so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja-Stimmen bei 31 Nein-Stimmen und 21 Enthaltungen abgelehnt. Herrlich. Was einschalten? Nein. Mit einer kurzen Erklärung zum Abstimmverhalten. Ich habe dem Antrag von Herrn Aschenbach zugestimmt, nur ich persönlich, nicht meine Fraktion, aus folgendem Hintergrund. Wenn Herr Aschenbach nicht immer so liederlich auftreten würde und alles nur ins Lächerliche ziehen würde, ist der Gedanke gar nicht so ganz von der Hand zu weisen.
Man könnte möglicherweise gesellschaftliches Engagement auch ohne finanzielle Mittel irgendwie loben. Also die Idee einer Urkunde oder einer Plakette, Dresdner Baumfreund oder was weiß ich was, beispielsweise durch die Stadtbezirksbeiräte und deren Mittel, die ja teilweise gut mit Geld ausgestattet sind, zu vergeben, finde ich gar nicht so schlecht. Herr Aschenbach, ich möchte Sie ausdrücklich ermutigen, bleiben Sie an dem Gedanken mal dran. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Danke. So, wir setzen fort in der Tagesordnung mit der gemeinsamen Behandlung der Punkte 27.5 und 27.6.